So, Leute, wir sind weiter in diesem komischen, bösen Geisterturm. Oh, ich hoffe, dass wir jetzt mal hier weiterkommen. Und müssen wir jetzt gegen die rechts kämpfen? Nee, müssen wir nicht. Müssen wir dann... Na komm, kämpfen wir einfach mal gegen die da, damit wir hier auf dieses lustige Feld können. Und, ach, die will gar nicht mit uns kämpfen. Stimmt, die redet uns, glaube ich, nur zu, dass wir hier geschützt sind. Dass hier unsere Pokémon geheilt werden. Ach, wie wunderbar. Schutzband. Schutzband war, glaube ich, der Effekt von Schutz. Nullsband. Ein Item, das ein Pokémon trägt. Es kann wilde Pokémon abhalten, wenn der Träger an erster Stelle steht. Ja, okay, dann geben wir das doch mal. Schillock. Gut. Oh, es ist schon wieder 2 Uhr nachts. Ich habe echt nichts zu tun. Oh. Ich will auch an die vorbei. Ich will eigentlich gar nicht kämpfen. Oh. Gib mir deine Seele. Krass, ey. Da laufen nur Verrückte rum. Diese Augen. Ich glaube, wenn ich heute irgendwann pennen gehe, diese Augen werden mich verfolgen, ey. Kein Scheiß. Die sind schon echt krank. Stellock, mach das Viechplatt, dieses Geist. Ghost. Toast. Fluch, nein, Fluch ist böse. Fluch ist böse, aber vielleicht bringt er sich selbst mit Fluch um. Du Scheiße. Ja, es hat sich selbst mit Fluch umgebracht. Sehr geil. Weil Fluch hätte eigentlich folgenden Effekt, dass er nimmt selbst und sich KP. Also Lebenspunkte und verflucht mich und dadurch zieht mir das jede Runde dementsprechend auch KP ab. Allerdings oder sogar noch deutlich mehr als nur mit einer Vergiftung. Also da sind wir nicht nur bei 3-4 KP, sondern da haben wir schon eine richtige Menge. An die können wir vorbei. Schutz wirklich egal. Und die nächste folgt. Alter Schwede, ihr immer mit euren komischen Geister nachgemache. Nee, es tut mir leid, ich muss doch mal sagen, die Augen sind einfach nur krass. Das ist schon echt übel, ey. Los, geh mir bloß weg mit diesen Augen, ey. Mann, oh Mann. Die machen mir Angst, Leute. Die machen mir wirklich Angst. Sowas ist grausam, ja? Geh weg mit deinen Augen. Geh bloß weg. Puh. Okay. Was haben wir da? Was ist das? Wieder. Buhuhu. Ja, mach nur. Buhuhu. Ich pfeife mal, wenn ich Buhuhu sag. Sind meine Lippen trocken oder was? Dazu nass? Da feucht? Keine Ahnung. Ah, wieder Nebulak. Das ist immer der Nachteil an diesem Turm. Es gibt eigentlich nur Nebulak. Und Apollo. Zumindest von den Verrückten. Die haben nur diese zwei Pokémon. Was ich schon sehr, sehr schade finde. Gut, Konfuzstrahl dürfte mir jetzt nicht zu viel ausmachen. Achso, stimmt, das bin ich ja verwirrt. Aber Schillock verliert nie die Orientierung. Da macht jetzt Blubber und dann ist das Viech tot. Schillock! Enttäuscht mich nicht. Enttäuscht. Ja, so ist brav. Schillock hat es einfach drauf, Leute. Schillock weiß einfach, was er zu tun hat und Schillock macht das auch. Von wegen Verwirrung. Irgendetwas hat mich verlassen. Ja, genau. Ich weiß nicht, was sie sein, dass ich bei diesen Augen gedacht haben. Oh, ein Sonderbonbon. Sehr schön. Was wohl da wäre? Wir werden es nie erfahren. Ach doch. Verdammt. Ein Nebulok. Ach mal Blubbe. Wobei, das könnte... Es müsste jetzt nicht unbedingt reichen. Das war klar, dass wir eigentlich... So, was macht das Groll eigentlich genau? Die Attacke kenne ich eigentlich nicht. Blubber von Schillock wird um 5 reduziert. So, wenn ich jetzt nochmal Blubber mache, zieht es jetzt weniger ab? Ach nee, Ah, ich verstehe, wie oft ich die Attacke einsetzen kann. Und hier konnte ich sie, oder ich kann sie jetzt nur noch 5-mal weniger einsetzen. Ist bei sehr starken Attacken, glaube ich, sogar noch sehr, sehr sinnvoll. Ich merke gerade, unser Schutz wirkt nicht mehr.
Ach, Leute, ich glaube, wir setzen das nochmal ein, oder Schutz? Da liegen mir schon echt auf den Geist, diese ganzen Pokémon hier. Beutel. Und jetzt holen wir mal hier noch. Haben wir noch was dabei von Schutz? Ja, haben wir noch ein bisschen was. Das ist ja gerade super. Schade, dass wir hier in den Turm nicht laufen können. So, die habe ich besiegt. So, jetzt aufpassen, rechts gehen. Und jetzt runter. Genau. Ich versuche halt wirklich so wenig wie es geht zu kämpfen. Oh, X-Treffer, das benutze ich doch nie. Das habe ich seitdem ich Pokémon spiele auch nie benutzt. Ihr könnt mir gerne sagen, ob das wirklich so einen großen Unterschied macht, ob das wirklich wirkt, aber ich habe es noch nie benutzt. Verschwindet Eindringlinge. Ist das so gut gesagt? Ich weiß nicht. Interessant, ich könnte schwören, bei der Originalversion war diese Treppe weiter links oben, also links in der Mitte und noch ein Stockwerk weiter oben. So, wir werden jetzt einen gleichen Kampf erleben. Und zwar ein... So sehen die übrigens immer aus, wenn ich ganz Scoop, Entschuldigung, also es ist ziemlich spät habe. So sehen dann alle Pokémon aus. Der Geist taucht auf. Das Hilfscope hat den Geist identifiziert. Und das ist ein Knocker, das übrigens hier in der Edition nicht so schön aussieht wie in der alten, meiner Meinung nach. Level 30, also nicht einmal so schwach. Ich würde es gern einfangen, Leute, aber wir können es nicht einfangen. Dann kommt dann immer das Pokémon, lässt sich nicht einfangen. Ich werde euch mal einfach mal zeigen. Aber ich hätte eigentlich schon gerne einen Knocker eigentlich. Moment, hier Beutel. Habe ich gerade einen Pokéball? Ja, wir nehmen normalen Pokémon zurück, weil wir jetzt einfach eine Verschwendung. Passiert folgendes. Es ist dem Ball ausgewichen. Dieses Pokémon kann nicht gefangen werden. Ich würde ja gerne es auch mit Meisterball machen, aber leider gibt es keinen Meisterball. Hat man noch keins in diesem Stadium, leider. Denn wie ihr ja gemerkt habt, kommen wir erst noch nicht in diese eine Stadt rein, weil da immer der Wächter ist, der Wasser braucht. Und in dieser Stadt kriegen wir ja den Meisterball. Aber dazu in den nächsten Part mehr. Hat das Knocker irgendwie fast nur Silberblick gemacht? Will es nicht mal angreifen? Naja, gut. Knocker ist tot. Ich glaube Geiststein, Geistboden, ich weiß gar nicht, was Knocker jetzt genau war. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Dragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Ich kann nicht mehr lesen, Leute. Ich bin immer noch so blöd, um Treppen raufzugehen. Genau, und jetzt erwarten uns hier noch ganz viel Team Rocket, geh Scheiße. Was willst du? Warum bist du hier? Oh, ich will doch gar nichts wissen, lass mich einfach in Ruhe. Ja, das sind jetzt die Standard-Pokémon, was wir da immer kennen, deswegen kann ich das jetzt einfach mal gewissenlos vorspulen. Es ist jetzt wirklich nicht spannend hier, mal wieder 5 oder was weiß ich, wie viele das von Team Rocket sind, einfach mal zu besiegen. Ja. Ach, wir leveln schon mal sehr schön, das ist nicht schlecht. Nein, ich will das Pokémon nicht wechseln. Hier, und jetzt machen wir noch mal guck nach einem Goldbart. Goldbart ist so ein hässliches Pokémon. Und auch nicht wirklich stark. Und da haben wir schon den ersten besiegt. Ich gebe auf. Das werde ich dir nie verzeihen. Ich finde es sehr cool, dass die übrigens alle gehen. So, jetzt noch dem hier und dann noch den oberen. Und dann haben wir es auch schon. Da war so ein alter Knacker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Ist so meine Meinung, Jan? Ja klar, erzähl mal. Ich glaube, er hat die Meinung hören wie verfrorisch gemeint. Ich denke mal, er will einfach nur gegen uns kämpfen. Verdammt. Aquaknarre. Ah, Smog hat nicht geklappt, sehr schön. Smog wäre uns eventuell sogar noch gefährlich geworden, wenn dann Schillock noch vergiftet gewesen wäre. Aber ist ja erstmal gut gegangen. Oh, ein Dramato. Dramato! Ah. So, soweit so.
Ja, bitte lass mich in Frieden. Genau, wir lassen dich in Frieden. Hau ab. Geh weg. Pokémon sind nur zum Geld verdienen gut. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Halte dich aus unseren Angelegenheiten raus. Du, du, ciao. Ja, dann besiegen wir halt noch diesen Typen hier. Hui. Du wirst niemanden retten. Grausam, ja. Was hast du denn jetzt hier auf Lager, hä? Denkst du, wer du bist? Oh, mal wieder nur ein Super. Ich weiß nicht, der Team Rocket sollte sich mal hier mehr Abwechslung reinschaffen. Ja, vielleicht mal so ein Pflanzen-Pokémon, ja, ich jetzt auch nicht so. Oder Rosana, ich... Eis-Pokémon, also ich weiß nicht, vielleicht mal so... Ja, einfach mal Abwechslung rein und immer die gleichen Pokémon, was fällt euch denn ein? Ist doch langweilig und regelrecht durchschaubar. Oh, ein Volltreffer, sehr schön. Aber gut, können wir auch nichts ändern. Und wieder Aquaknarre, bisschen Abwechslung, Aquaknarre, dann Blubber, dann Aquaknarre und dann... Oh, ein Radikal. Machen wir mal hier Mega-Hieb. Bam. Und nochmal Mega Hieb. Schillock ist fast tot. Schillock hat aber trotzdem geschafft. Kriegt 500 EP und ist Level 35. Du wirst nicht ungestraft davon kommen. Ja, sicherlich nicht. Habe ich auch nie erwartet. So, was ist mit dir, alter Knacker? Mr. Fui. Fuji? Nein, Mr. Fuji. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam mehr, um die Seelen von Argossos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knockers sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon Clubhaus am Fuß dieses Turms. Das ging aber schnell. Oh, diese Musik. Reden wir mal mit dir. Vita, wo kannst du ein Pokédex nicht vollenden, wenn du deine Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst? Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Meine Pokéflöte. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Cool, sehr nett, aber ohne. Wenn wir noch brauchen. Gehen wir mal noch schnell. Schutz wirkt nicht mehr. Ist jetzt auch kein Problem mehr, dass es nicht wirkt. So, gehen wir jetzt erstmal hier mal wieder ins Pokécenter. Ja, heizen mal. Das ist aber nett. Perfekt. Wenn sie wieder topfit sind, bin ich glücklich. So, und zwar gehen wir jetzt wieder endlich in die Stadt, wo wir rein, wo ich schon die ganze Zeit, ich glaube, hier dürfte ich alle besiegt haben, wo ich schon die ganze Zeit rein wollte und wir nie reingekommen sind.